Meine Damen und Herren, ich habe die Bemerkungen, die ich Ihnen vortragen möchte, die Responsivität des Wissenschaftssystems der Moderne genannt. Es wird sich handeln um den Versuch, eine Antwort auf die Frage nach der Autonomie von Hochschule und Wissenschaft zu geben, also für beides. Und dafür ist es wichtig, zunächst eine Voraussetzung klarzustellen, die auch ganz wichtig zum Verständnis der Sachverhalte ist. Nicht, wir reden über Autonomie von Hochschule und Wissenschaft, und wichtig ist, dass wir hier mit zwei verschiedenen Funktionssystemen der modernen Gesellschaft zu tun haben. Die interagieren natürlich, die Autonomien hängen voneinander ab, aber wir reden nicht über ein System, sondern wenn wir über Hochschule und Wissenschaft reden, mindestens über zwei Funktionssysteme der modernen Gesellschaft. Und das ist wichtig für die Autonomiefrage, das wird hoffentlich deutlich werden. Die Fragen, die ich zu beantworten versuche, in äußerster Knappheit, sind, glaube ich, die Fragen, auf die wahrscheinlich alle hier irgendwie eingehen. Es ist einerseits die normative Frage, ist Autonomie der Hochschule oder der Universität und ist Autonomie der Wissenschaft etwas, was erreichbar ist? Aber die normative Frage wird ja eigentlich erst angesprochen, wenn wir über die Erreichbarkeit hinaus von der Wünschbarkeit sprechen. Also handelt es sich um einen gesellschaftlichen Zustand, den wir anstreben sollen und den wir für einen wünschbaren Zustand halten? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, die deskriptive oder explanative Frage, wenn wir über Autonomie der Hochschule und der Wissenschaft sprechen und wenn sie denn vorliegen sollte in einzelnen Fällen, dann ist die deskriptive und explanative Frage ja, wie ist das zu beschreiben, also wie beschreiben wir so einen Sachverhalt, und wenn er denn eintritt, wie ist es zu erklären, dass er eintritt. Also was sind die Bedingungen der Entstehung und der eventuellen Stabilisierung der Autonomie von Hochschule und Wissenschaft. Die Frage, und ich versuche die Frage ja als ein Soziologe zu beantworten, der ich von Beruf bin, die Frage, wenn sie ein Soziologe zu beantworten versucht, jedenfalls ein Soziologe meiner Machart, wenn ich so sagen darf, dann wird er sagen, die Frage gehört in die Theorie funktionaler Differenzierung. Das ist die Frage, der Ort, wo sie gestellt wird, und das ist der Ort, wo sie beantwortet werden kann, wenn sie denn sinnvoll und überzeugend beantwortet werden kann. Und was sagt uns die Theorie funktionaler Differenzierung? Die sagt etwas sehr einfach: Die Gesellschaft der Moderne, also die Gesellschaft, in der wir heute noch leben, knapp 300 Jahre nach Beginn der Moderne, wenn wir die so ungefähr um 1750, ohne Anspruch auf Präzision, weil es das in solchen Fragen ja nicht gibt, weil alle Übergänge lange brauchen, Zeit verbrauchen und deswegen notwendigerweise unscharf sind. Aber wenn der Beginn der Moderne um 1750 ist, reden wir über drei Jahrhunderte gesellschaftlicher Entwicklung, an deren Anfang eine dramatische Transformation steht. Und diese dramatische Transformation ist der Übergang von einer stratifizierten, ständischen, hierarchischen Gesellschaft des alten gesellschaftlichen Typs, den wir überall in der Welt über Jahrtausende hinweg finden, als den dominanten Typus gesellschaftlicher Differenzierung, also eine Transformation von einer ständischen, geschichteten, hierarchischen Gesellschaft zu der egalitären, horizontalen, vor allem funktional differenzierten Gesellschaft der Moderne. Und die funktional differenzierte Gesellschaft der Moderne besteht in einer ersten Hinsicht, in der wichtigsten Hinsicht ihres sich internen Unterscheidens aus großen Kommunikationssystemen für die zentralen Kommunikationskomplexe der modernen Gesellschaft, also aus Funktionssystemen für Religion, Recht, Politik, Wissenschaft, Ökonomie, die Künste, die Hochschulerziehung, gehört sozusagen in den größeren Komplex der Erziehung, weil die Erziehung ist ein Funktionssystem sui generis und nicht ein Anhängsel des Wissenschaftssystems, und andere Funktionssysteme mehr. Und diese horizontale Ordnung der großen Kommunikationskomplexe ist eigentlich die Welt, in der wir leben. Keiner von uns führt sein Leben mehr in einem dieser großen Kommunikationskomplexe. Das ist der Unterschied zur alten Ordnung. In der alten Ordnung waren wir in den Adel oder in das Bürgertum oder in den Bauernstand hineingeboren, und die Gesamtheit unserer Lebensführung vollzog sich in diesem Rahmen. Das war die alte Ordnung der Differenzierung, wo die Personen mit der Gesamtheit ihrer Lebensführung in die
differenzierten Ordnungen der Gesellschaft eingeschlossen waren. Keiner von uns ist mehr mit der Gesamtheit seiner Lebensführung und seiner Sinnperspektiven in eines dieser Funktionssysteme eingeschlossen. Als Individuen sind wir außerhalb alles dessen, in gewisser Hinsicht außerhalb der Gesellschaft, wenn ich so sagen darf, aber wir partizipieren an allen von ihnen. Wir interessieren uns für die Fußballweltmeisterschaft, wir sind gesund und krank und brauchen dann einen Arzt. Wir sind vielleicht als Hochschulwissenschaftler in die Hochschulerziehung und indirekt dann in das Wissenschaftssystem inkludiert und viele Fälle mehr. Und was ich nun auffällig finde, und das ist die erste Bemerkung, die ich machen möchte, die Idee, vermutlich auch die Wirklichkeit der Autonomie entsteht mit der Ausdifferenzierung der Funktionssysteme. Das lässt sich auf breiter Front beobachten zwischen 1700 und 1850 und das kann man jetzt an einer Reihe von Fällen durchprobieren. Nicht? Wir haben die Entstehung von Kunst aus der Konvergenz einer bestimmten Zahl handwerklicher Praktiken, die sich im 18. Jahrhundert vollzieht. Nicht Dinge, die sehr unähnlich zueinander waren und miteinander wenig zu tun hatten, wie das Schreiben von Gedichten und das Schreiben von Musik und das Herstellen von Gemälden und von Plastiken, das gehörte ja in sehr verschiedene Systeme des alten Europa, wird auf einmal seit um 1750 herum als ein Teil, als Teilsysteme eines modernen Systems der Kunst verstanden. Batteux 1746, das erste große Lehrbuch, das dieses System der modernen Künste kodifiziert und dann um ihn herum viele, viele andere Autoren und dann entsteht gleichzeitig auch das, was Kosellik immer so betont hat, der Kollektivsingular, die Kunst. Und wir haben das in den anderen Funktionssystemen auch, nicht? Wir haben das Herauswachsen der Wissenschaft als ein autonomes Funktionssystem aus der Konvergenz der vielen Wissenstraditionen, die bis dahin relativ voneinander getrennt waren, die mathematischen, die experimentellen, die philosophischen, das Wissen, das aus den anderen Weltgegenden kommt, die praktischen Künste des Pharmazeuten und des Chemikers, nicht? Das alles lag ja sehr weit auseinander im alten Europa des 16. bis 18. Jahrhunderts. Nach 1750, irgendwie in dem Jahrhundert bis 1850, wird das Teil eines einzigen Funktionssystems der vielen Wissenschaften, der vielen Disziplinen, der immer größeren Zahl von Disziplinen. Auch das ist so eine Eigentümlichkeit aller dieser Funktionssysteme, dass kaum, dass sie entstanden sind, sie sich ungeheuer auffächern in eine Vielzahl von Subsystemen, aber auch im Fall der Wissenschaft die Entstehung eines homogenen Systems, eines in einer Hinsicht homogenen Systems. Auch hier entsteht der Kollektivsingular, nicht mehr Wissenschaften, sondern die Wissenschaft. Und dasselbe Argument kann man jetzt durch die anderen Funktionen, man kann das für die Politik reklamieren, da besetzt in gewisser Hinsicht Demokratie als die Radikalisierung der Abstellung auf die Partizipation der vielen Einzelnen und das Zurückdrängen aller der Glückseligkeits- und Leistungsgesichtspunkte, die das alte Europa als Legitimitätsgesichtspunkte für ihren Herrscher benutzt hat. Also man kann dasselbe Argument für alle Funktionssysteme durchspielen, aber das will ich hier nicht tun, weil ich ja zum Kern der Theorie der Autonomie dieser Funktionssysteme komme. Und zunächst mal, das ist der nächste Punkt, den ich ganz kurz hervorheben möchte, mit der Entstehung, mit der Ausdifferenzierung aller dieser Funktionssysteme entsteht die Autonomievorstellung. Die Vorstellung, dass sie in sich selbst ruhend, auf sich selbst basiert sein wollen, dass sie selbst organisierende Systeme zu sein beanspruchen. Man kann sagen, hier entstehen Reinheitsvorstellungen, Purity-Ideale, und das finden wir durchgängig durch alle Funktionssysteme hindurch. Nicht die Vorstellung, dass Kunst l'art pour l'art ist, also nur um ihrer selbst willen da ist. Die Vorstellung, dass Wissenschaft eigentlich dann vorzuziehen ist, wenn sie reine Wissenschaft ist, wenn sie grundlegende Wissenschaft ist, nicht reine Mathematik, ist so ein extrem positiv besetzter Wertterminus seit dem ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts. In der Politik ist das Demokratie, die Demokratievorstellung, also die Vorstellung, dass es im Grunde egal ist, ob die Politik gut regiert und ob sie richtig entscheidet, solange das Volk entscheidet, nicht? Auch das ist ja so eine Radikalisierung eines Reinheitsgedankens, der der Idee der Demokratie zugrunde legt. Und wir können das erneut durch die Funktionssysteme hindurchdeklinieren, um als letztes noch die Hochschule und die Universität zu würdigen, nicht? Da ist das gerade, wenn man von Deutschland her denkt, steht an der Stelle die Bildungsvorstellung. Es geht in der Universität nicht um irgendwas für den Staat,
irgendetwas, was die Universität tut, um den Staat einen Gefallen zu tun. Das kann man schön bei Humboldt sehen, in der ersten großen Programmschrift der Bildungsidee, die heißt ja nicht zufällig, über die Grenzen der Wirksamkeit des Staates. Nicht, der Staat ist viel zu homogenisierend, würde gesellschaftlich viel zu viel Gleichheit, Ununterschiedenheit hervorbringen, wo Gesellschaft aber auf Unterschiedenheit angewiesen ist. Und deswegen ist die Bildungsidee in einer Schrift über die Grenzen, der Staat hat sich herauszuhalten und dann kann die Universität umgestellt werden auf die Bildungsidee und die hat mit Einzelnen zu tun und mit der Welthaltigkeit der Bildungsprozesse aller Einzelnen. Also die Purity-Semantiken, die Reinheitsvorstellungen, die Autonomievorstellungen in der Genese aller Funktionssysteme, mit denen wir zu tun haben. Und jetzt komme ich eigentlich schon zum letzten und entscheidenden Punkt oder zum Kern meines Arguments, das ist nicht mehr die Welt, in der wir leben. Das möchte ich nicht. Das ist die Welt von 1750 bis 1850, wo wir erstmals überzeugende, das ist mir wichtig, das zu sagen, überzeugende Autonomiebegriffe haben und auch Wirklichkeiten, die dem entsprechen, weil natürlich ist Wissenschaft, sagen wir, in der deutschen Universität, und da gilt halt beides, Universität und Wissenschaft, und vieles autonomer in der Art und Weise, wie die kognitiven Prämissen des Forschens fixiert werden, auch in der Frage der Relevanz und Selbstbegründetheit des Forschens und des Anlegens von Untersuchungsperspektiven. Natürlich ist die auf die Bildungsidee gegründete Universität um vieles autonomer als das spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Universitäten waren, die viel stärker von Leistungsgesichtspunkten her geformt worden waren. Also die Autonomievorstellung ist auch realistisch, die trifft Realitäten, nicht überall in Europa, aber an den gewissermaßen die Schwellen, die Übergänge markierenden Orten in Europa. Aber dann passiert etwas anderes. Und es passiert in der Gesellschaft seit 1850 und erneut kann man sagen, durch alle Funktionssysteme hindurch, dass sie nicht bei dieser simplen Autonomievorstellung im Sinne von sich herauslösen aus, unabhängig werden von, Reinheiten kultivieren, die Verschmutzungen fürchten, dass alle Funktionssysteme sich aus diesen Vorstellungen herauslösen. Und das ist eine der bemerkenswertesten Entwicklungen der letzten 150 Jahre. Ich spiele das nur einmal ganz kurz an der Wissenschaft durch, weil das ja einer meiner Gegenstände ist. Nicht, wir haben von vornherein, in dem Augenblick, in dem die moderne disziplinär differenzierte Wissenschaft am deutlichsten in den Jahren in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern um 1800 herum sichtbar wird, haben wir zugleich die ganz enge Bindung an die Erziehung, an die Hochschule und an die Schule, auch an die Schule, das ist ganz wichtig, denn wir haben nicht nur sozusagen die Vorstellung, dass diese Wissenschaft ihren eigentlichen Ort in einer Prominenz, wie das vorher nicht der Fall war, in der Universität findet, also an ein anderes Funktionssystem in der Sicherung ihrer gesellschaftlichen Relevanz gekoppelt ist, sondern wir haben gleichzeitig auch die Idee, die Schulerziehung auf wissenschaftliche Fächer umzustellen. Es geht in der Schule nicht mehr um Griechisch, Latein und Hebräisch, also um das Lernen von Sprachen, sondern es geht um ein disziplinär strukturiertes Curriculum, und das ist bis heute der Fall, das im Grunde von der Wissenschaft her entworfen wird. Also wir haben die Kopplung von Wissenschaft mit Hochschule und Schule, also die Kopplung von Wissenschaft mit dem Erziehungssystem. Irgendwann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird die Wirtschaft wichtig, die vorher eigentlich mit der Wissenschaft relativ wenig zu tun hatte. Sie wird zunächst wichtig in der Entstehung eines Finanzbedarfs für Forschung. Forschung wird größer, braucht Instrumente und Maschinen, wird kooperativ, das heißt involviert mehrere Forscher in größere Forschungsvorhaben, die eine Mehrzahl von Personen und dann vielleicht auch wissenschaftliches Personal brauchen. Und diese und eine Reihe weiterer Umstellungen führen dazu, dass Wissenschaft mittelabhängig wird und Finanzen braucht. Und es ist dieser Zusammenhang, also Finanzen waren ja lange, wenn man in die Geschichte der deutschen Universität blickt, nur in der Form vorstellbar, dass da jemand kam und dann bekam er einmal in dem Augenblick, in dem er als Professor kam, Geld und vielleicht ein Institut gebaut und dann nie wieder. Damit musste man für den Rest der Zeit auskommen. Am Anfang des 20. Jahrhunderts entsteht Wissenschaftspolitik und das ist ja die Doppelbewegung, in der unablässig finanzielle Mittel an die Wissenschaft zugewiesen werden und die Politik dafür aber auch reklamieren kann, irgendwie mitzubestimmen. Also auch hier haben wir das Entstehen einer solchen strukturellen Kopplung von Wissenschaft an die Wirtschaft, die es vorher in dieser Form nicht gab. Und das kann man jetzt erneut durch alle Funktionssysteme hindurchspielen. Nicht? Wir haben spät im 19. Jahrhundert etwas, was es vorher auch gab, in rudimentärer Form, aber die eigentliche Entstehung eines Patentsystems als Weltpatentsystem, das mit bestimmten Typen von wissenschaftlichen Entdeckungen gekoppelt wird und zugleich die Rechte an diesen Entdeckungen in das Rechtssystem und eine sehr spezifische Art von Rechtssystem transferiert. Und über das Rechtssystem läuft dann die gesellschaftliche Relevanz dieser Erfindung. Wir haben in der Gegenwart um das
abzuschließen. Ich kann das nicht ausführlich durchmustern. Wir haben auffällig seit den 70er Jahren eine Kopplung von Wissenschaft an ethische Gesichtspunkte, die vorher nicht in dieser Prominenz da war. Wir müssen prüfen, ob das, was wir tun, in der Forschung ethisch vertretbar ist, ob wir mit Tieren in angemessener Weise umgehen, ob wir die menschliche Lebensführung, die menschliche Gesundheit ernsthaft gefährden. Also ethische Gesichtspunkte sind so eine andere Art der Kopplung des Wissenschaftssystems, die immer mehr an Bedeutung gewinnt. Wir haben die Frage der Öffentlichkeit, also die Popularisierung der Wissenschaft. Und wir haben das, was bei weitem das Wichtigste ist. Und deswegen habe ich auch diesen Titel gewählt, der Responsivität des Wissenschaftssystems, weil die Frage der Responsivität, also der Bereitschaft der Wissenschaft, sich einzulassen auf Fragen, die eigentlich vor allem deshalb als Fragen brennen werden, weil sie Fragen von großer gesellschaftlicher Relevanz sind. Aber diese Kopplung der Wissenschaft an die Fragen von großer Relevanz, diese Frage der Responsivität des Wissenschaftssystems, die bezieht sich ja nicht auf eines der Funktionssysteme der modernen Gesellschaft, sondern auf alle. Und also auf die Gesellschaft. Und also geht das auch nicht in Politik auf. Und also darf auch nicht die Politik dasjenige System sein, das glaubt, die Fragen der Responsivität und der Grand Challenges einmahnen zu können. Weil hier haben wir eine andere Systemreferenz, die der Gesellschaft. Ich komme zum Schluss, weil ich ja auch sehe, dass meine Zeit zu Ende geht und weil ich ja weiß, dass mir dann gleich sonst so eine Art Guillotine droht und weil ich das vermeiden möchte. Deswegen lasse ich das eine und andere aus. Ich möchte nur positiv noch formulieren auf der Basis dessen, was ich gesagt habe. Wie sieht denn nun die Autonomie der Wissenschaft, und ich per Extension, Sie werden sehen, ich reklamiere zweimal dieselbe Theorie, wie sieht denn nun die Autonomie der Wissenschaft und die Theorie der Autonomie der Wissenschaft und die Theorie der Autonomie der Hochschule aus, wenn man sie positiv zu formulieren versucht? Und ich ziehe aber eigentlich nur Konklusionen aus dem, was ich gesagt habe, auch wenn ich die Verbindungslinie nicht mehr ausführlich markieren kann. Ich beschränke mich auf die Konklusion. Ich denke, die Theorie der Autonomie besteht im Grunde aus zwei Annahmen. Erstens, wir haben zu tun mit autonomen Funktionssystemen für Wissenschaft und für Universitätserziehung in der Gegenwart. Es sind Weltsysteme, das ist unbestreitbar, und natürlich variiert die Form und der Ausmaß der Autonomie zwischen den Regionen der Weltgesellschaft. Aber die Autonomie ruht auf etwas auf, was erneut für alle Funktionssysteme charakteristisch ist. Sie ruht im Grunde, und das ist der erste Teil dieser zweiteiligen Theorie, die Autonomie ist plurale Autonomie. Der entscheidende Sachverhalt ist der Pluralisierung der Gesellschaft. Und Pluralisierung heißt vieles. Pluralisierung heißt interne Pluralisierung der Funktionssysteme in sich selbst, heißt vor allem aber funktionssystemische Pluralisierung der Umwelten der Wissenschaft und der Hochschulerziehung und alle, also für alle Funktionssysteme gilt die allgemeine Annahme, dass sie alle in komplexe Umwelten eingebettet sind, die aus allen anderen Funktionssystemen und aus deren Subsystemen bestehen. Und wenn das so ist, dann sind alle diese Funktionssysteme von allen anderen Systemen abhängig. Sie haben also viele Abhängigkeiten, sie haben plurale Abhängigkeiten, und gerade in der Pluralisierung der Abhängigkeiten und dass man die gegeneinander ausspielen und mit allen umgehen muss und kann, besteht der entscheidende Grund und die entscheidende Existenzbedingung der Autonomie der Wissenschaft. Das ist das eine. Plurale Autonomie, Autonomie auf der Basis und dank Pluralisierung der Gesellschaft, und zwar in und außerhalb der Funktionssysteme. Der zweite Punkt heißt bei mir paradoxe Autonomie. Die Autonomie ist nicht nur plural, sondern sie ist auch paradox, weil sie besteht aus einem paradoxen und sich unablässig wiederholenden Ineinanderschieben von Fremd und Selbst. Man kann das mal an einem Argument aus einem ganz anderen Bereich illustrieren. Die Gesellschaft versucht, die Individuen über Normen zu beeinflussen. Das ist Fremdkontrolle. Aber wir wissen das seit Durkheim und Freud und vielen, vielen anderen, das funktioniert nur effektiv, wenn die Normen internalisiert werden, also wenn die aus der Fremdkontrolle Selbstkontrolle wird. Und das ist das Argument, das ich gerne generalisieren möchte, und das nenne ich Paradox. Wir haben mit Fremdkontrollen zu tun, aber eigentlich funktionieren sie nur gut, wenn sie zu Selbstkontrollen werden. Wir haben zum Beispiel mit politischer Förderung der Wissenschaft durch Gelder zu tun, aber in dem Augenblick, in dem das entsteht, in Deutschland zum Beispiel in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, gerät die Verteilung dieser Gelder in die Hände von Selbstverwaltungsgremien der Wissenschaft. Das heißt, die Politik beansprucht eigentlich Fremdkontrolle, weil sie Gelder zur Verfügung stellt und über deren Verwendung bestimmen möchte, aber sie kann es gar nicht, weil sie das Wissen gar nicht hat. Also muss sie die Verwendung der Gelder Ausschüssen von Fachgutachtern überlassen, die eigentlich als in die Wissenschaft internalisierte Selbstkontrollen, die Fremdkontrollen, die eigentlich beabsichtigt waren, verwalten. Und das kann man wiederum durch alle Funktionssysteme hindurchziehen.
Also wir haben es, und in dem Sinne paradoxe Autonomie. Autonomie ist überall existent und sie hat die interessante Form des Einbaus von Fremdkontrollen, Umwandlung von Fremdkontrollen in Selbstkontrollen. Letztes Argument, letzter Satz, das ist aber nur noch ein Resümee. Warum Autonomie? Und ich versuche gewissermaßen die normative und die deskriptive Frage zusammenzuziehen. Und ich denke, die Antwort ist eigentlich einfach. Wenn wir die Gesellschaft so beschreiben, wie ich sie in extrem groben Umrissen zu beschreiben versucht habe, dann ist Autonomie deshalb gegeben und gerechtfertigt, weil sie in jedem einzelnen System, in dem sie als Autonomie des Systems vorliegt, die einzige Form ist, in der in dem jeweiligen System eine komplexe Repräsentation der Gesellschaft durch die Kommunikationsformen und die Erkenntnisformen des jeweiligen Systems gesichert werden kann. Jede Bestimmung durch ein anderes System würde diese Leistung einer komplexen Repräsentation der Gesellschaft in jedem der Funktionssysteme der Gesellschaft zerstören. Und deswegen ist Autonomie deskriptiv, explanativ und normativ durch die Form der Differenzierung der Gesellschaft unhintergehbar gegeben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Vormann, für die Gelegenheit, heute eine Perspektive zu diesem Workshop beizutragen. Der Workshop greift aus meiner Sicht ein Thema auf, das seit vielen Jahren latent und seit einigen Monaten zunehmend laut verhandelt wird. Es geht um den gesellschaftlichen Stellenwert von Wissenschaft. Es geht um die Konstitutionsregeln wissenschaftlichen Wissens, um seine Unterscheidbarkeit von nichtwissenschaftlichem Wissen. Und es geht um die Funktionalität und Leistung wissenschaftlichen Wissens für andere gesellschaftliche Systeme. Dabei wiederum geht es um solche Leistungen, die seitens der Politik oder der Wirtschaft eingeklagt werden und solche, die seitens der Wissenschaft offeriert werden. Unser Thema zerfällt also, so würde ich sagen, in zwei Themen. Erstens geht es um die wissenschaftsintern virulent gewordene Frage nach der Selbstvergewisserung von Wissenschaft und ihres Stellenwerts. Es geht um Erosionserscheinungen an den vormals stabil wahrgenommenen Grenzen des wissenschaftlichen Wissens und um die Erosion des öffentlichen Vertrauens in ihre Geltung. Es geht zweitens um externe Fragen nach den Leistungen der Wissenschaft für andere Teilsysteme der Gesellschaft oder für die Gesellschaft als Ganze. Formuliert werden solche Leistungserwartungen seitens politischer oder Wirtschaftsinstitutionen wahlweise unter Hinweis auf den Innovationsdruck der Industrie, auf den Fachkräftemangel, auf die Dringlichkeit von großen gesellschaftlichen Herausforderungen oder auch schlicht auf knappe Kassen und Konkurrenzlagen gegenüber anderen öffentlich zu finanzierenden Bereichen. Beide kritische Perspektiven, nennen wir sie knapp die selbstreferenzielle und die fremdreferenzielle, werden in den Diskussionen der vergangenen Monate nicht nur auf die Wissenschaft selbst gerichtet, Herr Stichwey hat darauf auch schon hingewiesen, sondern auch auf die noch immer für Wissenschaft als exemplarisch erachtete Institution, die Universität. Es geht dann um deren interne institutionelle Logik und Rationalität einerseits, sowie um ihre externen Leistungen andererseits. Man wird also heute wieder Aufmerksamkeit darauf verwenden müssen, wovon jeweils die Rede ist. Meine eigenen Überlegungen werden sich im Folgenden nicht mit der Institution der Universität beschäftigen, sondern mit der Wissenschaft selbst. Mich interessiert die Stabilität des Selbstentwurfs der Wissenschaft als autonomes System und wie er sich zum Entwurf von Wissenschaft durch andere Systeme der Gesellschaft verhält. Wie also verhält sich die Wissenschaft der Wissenschaft zur Wissenschaft der Politik? Und wie schließlich entwirft die Wissenschaft ihr Verhältnis zur Politik, an die sie doch nicht selten, werktags und feiertags, ihre Produktion adressiert? Wie also sieht die Politik der Wissenschaft aus? Meine Überlegungen sind dabei nicht die eines Wissenschaftlers, überflüssig zu sagen, sondern die eines Praktikers. Praxis heißt in meinem Fall aktuell die Tätigkeit als Geschäftsführer der Stiftung Mercator, die ihre Förderungsziele in den Feldern kulturelle Bildung, Klimawandel, Integration und Europa ausdrücklich gesellschaftspolitisch versteht. Wissenschaftsförderung findet mithin im Horizont nicht nur von wissenschaftsinternen Qualitäts- und Leistungserwartungen statt, sondern auch mit der Perspektive einer Anschließbarkeit von Ergebnissen an gesellschaftspolitische Debatten und politische Entscheidungsprozesse. Die heute hier geführte Debatte ist deshalb für mich keineswegs eine akademische, sondern eine für die Förderpraxis der Stiftung Mercator höchst relevante. Ich komme darauf am Ende noch einmal zurück. Die Wissenschaft der Wissenschaft. Die Selbstbeschreibung der Wissenschaft, die Wissenschaft, wie sie sich selbst sieht, oder kurz die Wissenschaft der Wissenschaft, hat im langen Prozess seit ihrer Ausdifferenzierung um 1800, wir haben das gerade noch einmal gehört, im Autonomiekonzept eine stabile Form gefunden.
Andere Perspektivierungen von Wissenschaft, etwa die Wissenschaft der Politik, haben damit in gewisser Weise konkurriert und durch den Hinweis auf Leistungen oder den Nutzen von Wissenschaft ihre Sichtweisen zur Geltung gebracht. Das aber hat die Stabilität eines rekursiv geschlossenen Systems Wissenschaft nicht beeinträchtigt. Die konstituierenden Elemente wissenschaftlichen Wissens sind vielfach benannt worden: methodische Herleitung, methodische Infragestellung, rationale Kritisierbarkeit, Intersubjektivität sind Qualitäten wissenschaftlichen Wissens. Dass sie wiederum gerade dadurch Unsicherheit als eines ihrer Merkmale, ihrer wichtigsten Merkmale für sich reklamiert, ist wiederholt betont worden. Wissenschaft, ich zitiere jetzt Rudolf Stichwey aus dem jüngst veröffentlichten Beitrag im Merkur, spezialisiert sich auf unwahrscheinliches Wissen von sehr geringer Entstehungswahrscheinlichkeit. Das Bild des autonomen Systems, das einen mit klarer Differenzqualität ausgestatteten Wissenstyp produziert, wird in der jüngsten wissenschaftsinternen Beobachtung auf unterschiedliche Weise allerdings infrage gestellt. Rudolf Stichwey selbst hat in seinem schon erwähnten Zusammenhang die Frage nach dem Stellenwert wissenschaftlichen Wissens in einer Wissensordnung des 21. Jahrhunderts aufgeworfen. Es scheint nicht ausgemacht, dass Wissenschaft ihren Anspruch auf den Platz als privilegierte Form des Wissens verteidigen kann. Doch auch wenn sie ihn verlöre, so könnte man argumentieren, wäre es ja immerhin möglich, dass das Wissen der Wissenschaft zwar in eine Konkurrenz zu anderen Wissenstypen geriete, Wissenschaft aber den für sie signifikanten Produktionsmodus gleichwohl fortsetzen könnte. Auch daran allerdings kann man zweifeln. Ein von Ken Pruitt mit Mitteln der Sage Foundation betriebenes Projekt The Future of Scholarly Knowledge geht der Frage nach, ob die Privatisierung von Wissen, die Auslagerung auch nach wissenschaftlichen Kriterien besten Wissens in nicht-wissenschaftliche Einrichtungen und Agenturen, ob die Kommerzialisierung wissenschaftlichen Wissens, die Verrechtlichung seiner Kommunikation, ob die Entkopplung von Kommunikation und Leistungsnachweisfunktion beim Publizieren, ob grassierender Betrug in den Wissenschaften und die Entstehung von Wissenschaftsmimikrie tatsächlich ohne Einfluss auf die Stabilität wissenschaftlichen Wissens und die autonome Form seiner Gewinnung bleiben kann. Ich will diese systeminterne Reflexion auf den Status autonomen wissenschaftlichen Wissens, die den epochalen Gewinn seiner Entstehung anerkennt, hier nur adressieren. Die Politik der Wissenschaft. Anders als der Entwurf einer Wissenschaft der Wissenschaft scheint mir eine Politik der Wissenschaft deutlich weniger elaboriert. Damit ist nicht die wissenschaftliche Untersuchung der Politik insgesamt, etwa durch die Politikwissenschaft, gemeint, sondern die spezifische Modellierung von Politik, wenn und insoweit sie durch Wissenschaftler oder durch Wissenschaftsmanager adressiert wird. Empirisch sind mindestens drei Formen greifbar: die Erwartung, das Versprechen und die Befürchtung. Im Modus der Erwartung formuliert die Wissenschaft ihr Verhältnis zur Politik vor allem im Sinne der Finanzierungserwartung. Wissenschaftspolitik im engeren Sinne hat hier ihren wichtigsten Ort. Dieser Modus kann je nach Finanzlage in den des Versprechens von Leistungen übergehen. Man kann die Lösung von großen gesellschaftlichen Herausforderungen als ein Leistungsversprechen der Wissenschaft in Richtung Politik verstehen, mit dem Risiko allerdings, dass die Wissenschaft beim Wort genommen wird. Dann spätestens greift der Befürchtungsmodus, der keinen Raum mehr lässt für eine anspruchsvolle Modellierung einer Politik der Wissenschaft. Vielmehr wird im Befürchtungsmodus nur reproduziert, was als Wissenschaft der Politik geläufig ist. Einordnung der Wissenschaft in die Relevanzhierarchien der Politik, Instrumentalisierung, Gängelung. Nicht, dass es dergleichen Erfahrungen nicht gäbe. Mir scheint nur mit dem beschriebenen Modi kein adäquater, und zwar kein dem eigenen Reflexionsimperativ adäquater Entwurf einer Politik der Wissenschaft erreichbar. Darin scheint mir ein Desiderat zu liegen. Um ihm zu begegnen, müssten die Anschluss- und Schnittstellen von Wissenschaft und Politik theoretisch besser erschlossen und empirisch analysiert werden. Man müsste eine genauere Vorstellung vom Gebrauch wissenschaftlichen Wissens im Politiksystem gewinnen. Unsere gemeinsame Tagung vor 3 Wochen in Berlin zu den Interfaces of Science and Policy hat hier einen Aufschlag gemacht, in dem nur Wissenschaftler eingeladen waren, ihren Entwurf des Verhältnisses von Wissenschaft und Politik vorzustellen. Ich will nur auf einen Vorschlag kurz eingehen, weil sich die Stiftung Mercator hier bereits engagiert. Die Erstellung von Assessment, wie Ottmar Ebenhofer sie durchführt
und ihre Verbreiterung vorgeschlagen hat. Assessments sind wissenschaftlich anspruchsvolle Explorationen und Modellierungen von Kosten, Risiken und von Zeitbedarf von Entscheidungsalternativen für den politischen Entscheidungsprozess. Sie scheinen mir ein mögliches Brückenelement zu sein zwischen wissenschaftlicher Autonomie und politischer Verwendbarkeit. Weil es um komplexe Fragen und Herausforderungen geht und mithin immer um eine Pluralität von Lösungswegen und kompletten Umsetzungsszenarien, bleibt Raum für wissenschaftliche Exploration. Assessments könnten eine Leistung von Wissenschaft sein, die Resonanz in beiden Systemen findet. Das von Ottmar Edenhofer geleitete und von der Stiftung Mercator finanzierte Institute on the Global Commons and Climate Change erstellt solche Assessments. Sie sind freilich nur ein Produkt eines mit wissenschaftlichem Anspruch betriebenen Instituts, aber ein Produkt, für das eigene personelle Kapazität geschaffen wurde und an dem alle Leiter auch der wissenschaftlichen Gruppen beitragen. Ich will unter der Perspektive einer Politik der Wissenschaft noch eine zweite Beobachtung anschließen und ein zweites Desiderat. Sie betrifft den Umgang der Wissenschaft mit ihrer eigenen Organisiertheit. Zur Organisation von Wissenschaft rechne ich im weitesten Sinne ihre Institutionen, ihre Produktions- und Förderungsformate, ihre Kommunikationsmedien, alle Prozeduren und Ansprüche der Überprüfung, die sich die Wissenschaft als Teil ihres autonomen, wissenschaftsinternen Agierens zu betrachten angewöhnt hat. Anschlussfähigkeit, Projektförmigkeit, Publizierbarkeit, Begutachtbarkeit, Qualitätsindikatoren und so weiter. Der Umgang der Wissenschaft mit diesen Organisationselementen ist ambivalent. In der externen Kommunikation der Wissenschaft, also zum Beispiel in der Abgrenzung gegenüber der Politik, werden jene Elemente als interne behandelt, gehören in diesem Sinne zur Selbstorganisation, zur Selbstverwaltung der Wissenschaft. Es kann dann zwischen dem legitimen internen Anspruch, zum Beispiel auf Projektförmigkeit, und einem illegitimen externen Anspruch, zum Beispiel auf Problemanschluss in der Politik, unterschieden werden. Ob die Wissenschaft durch Ansprüche der ersten Art, also der Organisationsansprüche, weniger kontaminiert, ich greife das Wort von Rudolf Stichwey auf, oder deformiert wird, als durch Ansprüche der zweiten Art, also der Umweltansprüche, ist eine auch in der Wissenschaft selbst als offen behandelte Frage. Denn in der internen Kommunikation der Wissenschaft wird der heteronome Anspruch jener Organisationselemente ja durchaus bemerkt und als etwas der eigentlichen Wissenschaft Fremdes und Kontingentes behandelt. Nicht selten wird an dieser Stelle systemintern wiederum die Politik als Urheber jener Organisationselemente ausgemacht, auf die Wissenschaft allemal verzichten könnte, wenn man sie nur ließe. Da scheinen mir Fragen offen zu sein. Wäre tatsächlich ein solcher Verzicht möglich im Stadium der Betriebsförmigkeit, in das Wissenschaft eingetreten ist? Welche Imperative ergeben sich aus dieser Betriebsförmigkeit und können diese problemlos auch weiterhin als Imperative behandelt werden, die sich aus wissenschaftlichen Anschlussoperationen ergeben? Kann tatsächlich zwischen akzeptierten und nicht akzeptablen Organisationsformaten unterschieden werden? Gibt es solche, die sich aus der Wissenschaft selbst ergeben und solche, die ihr illegitimerweise zugemutet werden? Kamufliert nicht das Autonomieprinzip heteronome Elemente? Wir haben jetzt gerade über die Umwandlung von Fremdkontrolle in Selbstkontrolle hier einen bemerkenswerten Vorschlag gehört, den ich vorher noch nicht kannte. Kamufliert also nicht das Autonomieprinzip heteronome Elemente? Wäre das zu kritisieren? Oder vielmehr darauf hinzuweisen, dass eben solche Fälle von Import das Funktionieren eines autonomen Systems ja erst belegen. Warum sollte dann aber nicht über weitere Importstrategien nachgedacht werden können, zum Beispiel im Blick auf gesellschaftliche Erwartungen? Eine Rückkehr in den vororganisierten Zustand jedenfalls, dem Reinheitsgebot der Wissenschaft folgend, eine solche Rückkehr, wie sie in den Publikationen der Exzellenzinitiativen Kritiker aufschienen, dürfte ausgeschlossen sein. Eine solche Rückkehr ist unter Umständen nicht einmal wünschbar. Das im Zusammenhang mit den Gefahren der Organisationsförmigkeit am häufigsten verwendete Luhmann-Zitat, das Effekte der Projektförmigkeit adressiert, muss man jedenfalls zu Ende lesen. Das Zitat lautet: Forschung ist in diese Form gebracht, ein vom individuellen Leben abgekoppeltes,
zugleich beendbares und unbeendbares Unternehmen. In manchen Bereichen nimmt die projektförmige Forschungsorganisation bereits derart Überhand, dass Forschungen vor allem offener, theoretischer Art, die sich dem nicht fügen, kaum noch Chancen haben. In der Regel endet hier das Zitat. Da steht aber kein Punkt, sondern ein Komma und es geht weiter. Während unbestreitbar ist, dass man noch schlechter dran wäre, wenn individuelle Forscher sich selbst überlassen, nur das immer neu auswerteten, womit sie einmal Erfolg gehabt haben und bekannt geworden sind. Ich komme zum Schluss. Wichtig scheint mir bei den hier berührten Themen noch, dass die Debatte diesmal keine deutsche ist. Weder um die externen Erwartungen an die Wissenschaft, noch die Debatte um die interne Selbstvergewisserung. Die schon erwähnte Konferenz Interfaces of Science and Policy hat erwiesen, dass etwa in Großbritannien und in den USA die als Social Impact formulierten Leistungserwartungen eher noch unverblümter an die Wissenschaft gerichtet werden als in Deutschland. Gordon Marshall, der Direktor des Leverhulme Trusts, sprach von der Impact Agenda as a Government Obsession. Es mag dennoch sein, dass die gegenwärtige Debatte nur eine transiente Phase darstellt. In den langen Konjunkturwellen, die Wissenschaft mal stärker über Selbstreferenz und mal stärker über Fremdreferenz bestimmt sein lassen. Dagegen spricht allerdings erstens, dass diese Debatte so international geführt wird und kaum in nationale Grenzen eingehegt werden kann. Vielleicht ist dieses auch ein Hinweis auf den Erfolg eines globalen Wissenschaftsverständnisses, das freilich nun auch global unter Druck gerät. Gegen ein rasches Verschwinden der Debatte spricht zweitens, dass sie, wie ich zu argumentieren versucht habe, aus einer wissenschaftlichen Selbstbeobachtung und aus einer Fremdbeobachtung herausgeführt wird, mit gegenwärtig nicht fruchtbaren Interferenzen. Zweifel an der eigenen Selbstgewissheit aus guten Gründen haben noch nie die Bereitschaft erhöht, sich einer Kritik von außen zu stellen. Eine Stiftung, die Wissenschaftsförderung betreibt, darf dadurch allenfalls auch als ein Akteur des Wissenschaftssystems gelten. Zuvörderst sind Stiftungen Akteure der Zivilgesellschaft und können dadurch in besonderer Weise zwischen Wissenschaft und gesellschaftspolitischen Erwartungen und Zielen vermitteln. Mit einem Handlungsspielraum, den so weder die DFG noch Ministerien haben. Als ich 2009, damals bei der Übernahme der Leitung der Wissenschaftsförderung in der Stiftung, einen kleinen Workshop zu der Frage veranstaltete, worin denn ein spezifischer Auftrag der Wissenschaftsförderung durch Stiftungen liegen könnte, da waren einige der heute hier Anwesenden unter den Teilnehmenden. Und ich erinnere mich gut daran, dass vor allem Jürgen Vormann damals jene Ambition stark gemacht hat, gesellschaftspolitische Themen in den Wahrnehmungshorizont der Wissenschaft zu rücken. Im klaren Wissen um die Differenz der Systeme und im klaren Wissen um die Vehemenz, mit der beide Systeme auf die Einhaltung der Systemgrenzen bestehen könnten. Diese Richtung hat die Stiftung tatsächlich eingeschlagen. Und ich habe persönlich und die Stiftung hat institutionell sehr von der Unterstützung vieler hier Anwesender profitiert. Von der Klausur mit Hans-Georg Söffner, in der wir die Hausordnung der Wissenschaft erfunden haben, von Peter Strohschneiders Begleitung und nicht zuletzt auch von dem ebenso anerkennenden wie kritisch kommentierenden Evaluationsbericht über die ersten 5 Jahre Stiftung Mercator, den Herr Jarren als Vorsitzender einer internationalen Kommission verantwortet. Dieser Kommissionsbericht wird am 10. Juli online verfügbar sein über die Homepage und lohnt auch die Lektüre, wenn man jetzt nicht nur an der Stiftung Mercator interessiert ist, sondern an dem Sachverhalt, den wir hier erörtern. Bisweilen, so will ich schließen, fühlte ich mich seit Jürgen Vormanns initialem Richtungshinweis an den Cartoon von Friedrich Karl Wächter erinnert. Der zeigt einen Mann am Meeresufer, der seinen Hund mit den Worten »Hol den Ball, Fido« der untergehenden Sonne entgegenschickt. Die Diskussionslage, wie ich sie hoffentlich nicht allzu pfadabhängig hier zu skizzieren versucht habe, motiviert mich jedenfalls mehr noch als 2009, zum Weiterschwimmen. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, wir haben jetzt 40 Minuten zur Diskussion vor der Kaffeepause. Daran schließt sich 30 Minuten Diskussion in der Kaffeepause an. Wie wollen wir es machen? Wir würden diejenigen, die eine Frage stellen wollen, einen Kommentar abgeben wollen, bitte
das Saalmikrofon zu nutzen, bitten, weil wir die Sache ja aufzeichnen und dann die Aufzeichnung besser gerät. Aber ich frage zuerst mal in die Runde, wollen wir die beiden Referenten jeweils auf dieses wunderbare Loriot-Sofa setzen oder wollen wir das vermeiden? Was ist den Referenten lieber? Man sieht sie besser, ne? Also vielleicht würde ich sagen, nehmen wir das Mikro in die Hand und dann, ja. Ja, die Uhr hat geholfen eben. So, dann denke ich, ist das die Diskussion eröffnet. Ich bitte um Kommentare und Fragen. Herr Wernert, wenn Sie bitte einfach in die Mitte gehen würden. Ich habe eine Frage an Herrn Stichling, könnte ich Stunden lang zuhören, die hervorragend der Kursvertrag, und das ist das zentrale Stichwort, was die Kultur abgezogen hat, war für mich komplexe Selbstorganisation. Und das sind ja Systeme, die Sie nicht an. Jetzt. Ja, eigentlich. Nicht terminierbar sind, also ist nicht jeder Versuch einer Einflussnahme auf diese Autonomie schon ein Selbstwiderspruch. Also ich weiß ja nicht, was ich in den nächsten zwei Minuten denken werde. Ich weiß nicht, welche meiner Arbeiten angenommen werden, ja, die ich eingereicht habe zur Publikation. Ich weiß letztlich auch nicht, welches Forschungsprojekt daraus werden wird, wer mir dazu Geld gibt. Vielleicht können Sie aus Sicht des Soziologen dazu ein bisschen was sagen. Ja, das ist ein weiterer wichtiger Baustein. Ich kann da eigentlich nur zustimmen. Ne? Sie haben, wenn Sie mit autonomen, sogar selbstorganisierenden Systemen, was ja vielleicht noch eine stärkere Theorie ist, zu tun haben, haben Sie eben Systeme, die zirkulär in sich geschlossen sind, die in sich komplex sind und die alles, was Sie, die schon informationsabhängig sind, weil sie in sich selbst nicht genug Informationen erzeugen, um sich hinreichend bestimmen zu können. Also in dem Sinne gibt es auch so etwas wie eine Abhängigkeit der Systeme von den Versuchen, sie zu beeinflussen. Aber wenn sie denn beeinflusst werden, kann man von außen nicht errechnen, was dabei herauskommen wird. Und das ist eine Hinsicht, in der ich zunächst mal nur, es wird immer etwa eine Überraschung zustande kommen. Sie können dann statistisch oder wie immer versuchen, dieses Überraschungsmoment zu reduzieren, indem Sie sagen, so und so viele Einflüsse werden zumindest einige Ergebnisse mit einer gewissen Verlässlichkeit. Aber für die einzelne Einflussnahme müssen Sie immer mit einer Überraschung rechnen. Das versteht sich von selbst, wenn wir über selbstorganisierende Systeme reden. Darf ich vielleicht mit einer ganz kurzen Frage, bevor ich Herrn Schott das Wort gebe, anschließen, weil das einen Punkt trifft, der beide Vorträge berührt hat. Und zwar, was würde, Herr Rohe, Ihre Position von der Stichwäsche unterscheiden, wenn man nochmal aufnimmt, was ich damals auf dieser allerersten Mercator-Tagung gesagt habe, dass mit den Stiftungen sich die Gesellschaft in die Wissenschaft hineinkopiert. Das war, glaube ich, die These, die ich hatte, die Stiftung kopiert sich die Wissenschaft in die, oder die Gesellschaft in die Wissenschaft hinein. Was würde das unterscheiden von dieser Polarisierungsvorstellung, die Herr Stichweh geäußert hat? Das heißt, dass autonome Systeme deswegen so gut funktionieren können, gerade weil sie viele Aspekte aufnehmen können und weil sie in Responsivität zu allen anderen Teilsystemen der Gesellschaft sind. Das Verfahren, das Sie ja vorschlagen, wäre ja nur eine Fokussierung eigentlich dieser Dinge, wobei Sie dann das ausgeben würden als besonders wichtige gesellschaftliche Probleme, wäre der Unterschied in der Relevanzeinschätzung, während bei Herrn Stichwes Vorstellung die Idee da wäre, dass es eine so vielfältige und auf viele Bereiche hin ausgerichtete Responsivität gäbe, könnte man das so sehen oder habe ich Sie da falsch verstanden? Ja, also das Stichwort ist, glaube ich, an dem Punkt Fokussierung. Ich habe den Vortrag heute von Herrn Stichwey so verstanden, dass er gewissermaßen die Bedingung der Möglichkeit formuliert hat, dafür, dass die Arbeit der Stiftung Mercator, so wie ich versucht habe, sie kurz zu skizzieren, überhaupt stattfinden kann. Gäbe es diese Responsivität nicht und gäbe es sie nicht so plural, wie sie vorgeführt worden ist, wäre sozusagen jede Arbeit in der Stiftung eine, die abprallen würde an der Autonomie, an der autonomen Selbstreproduktion der Wissenschaft. Deswegen war mir auch von Anfang an in der Arbeit sehr wichtig, mit dieser Autonomievorstellung
umzugehen, sie als gesetzt vorauszusetzen in der Arbeit der Stiftung und nicht irgendwelchen Fantasien gewissermaßen einer kommenden Entdifferenzierung von Wissenschaft und Gesellschaft, von Wissenschaft und Politik das Wort zu reden, die irgendwie davon ausgeht, dass wenn man als Stiftung nur hart genug arbeitet, dann irgendwann die Wissenschaft sozusagen Teil einer demokratischen Verfügbarkeit insgesamt wird. Das war von Anfang an etwas, was ich für sehr unwahrscheinlich gehalten habe und auch nicht für wünschenswert. Insofern würde ich die Anschließbarkeit so sehen, ja, das ist die Bedingung der Möglichkeit, wie wir jetzt zu der Auswahl der Themen kommen. Sie haben gefragt, das sind dann besonders wichtige. Ja, das ist gewissermaßen der Willkürakt der Setzung, der jüngst nochmal beschworen worden ist, als das, was Stiftungen irgendwie ausmachen könnte. Wir haben solche Themen genommen, das hatte ich versucht zu sagen, die so viel Komplexität aufweisen, dass sie für Wissenschaft interessant sind. Also Klimawandel, Integration gehören da sicher dazu. Und zugleich solche sind, die wiederum Responsivität im politischen System haben, um überhaupt eine Aussicht darauf zu haben, an dieser Brückenfunktion zu arbeiten. Das hat wesentlich diese Themen, Europa wird jetzt dazukommen, Auswahl begründet. Herr Struschneider sagt zu Recht, wir mögen doch die Teilnehmer einer Diskussion bitten, ganz kurz zu sagen, wer sie sind und aus welchem Bereich sie kommen, damit das für die Gäste vor allen Dingen etwas klarer ist. Herr Schott ist der Nächste und Herr Schott ist unser Medizinhistoriker, aber Sie können dazu noch mehr sagen. Ja, danke schön, da muss ich mich nicht selbst vorstellen. Hier sind so drei Begriffe, die Wissenschaft, die Politik, die Gesellschaft. Das mag zwar systemtheoretisch so sinnvoll sein, in dieser Weise zu analysieren, aber mir ist das noch ein bisschen zu monolithisch. Ich weiß, dass es natürlich sehr verschiedene Einstellungen gibt in der Wissenschaft, dass es widersprüchliche Auffassungen gibt. Also das heißt, die mentale Situation, das finde ich wichtig, vor allen Dingen das, was man vielleicht Ideologie nennen kann. Wie bilden sich Mehrheiten, welches Argument setzt sich dann vor welchem Hintergrund durch? Ich finde, es zeigt sich auch das Verhältnis von Experten, wissenschaftlichen Experten und Laien, wie fragwürdig, also es wird ja immer unterstellt, die einen wissen mehr und die unterrichten die anderen. Und wir wissen aber aus der Wissenschaftsgeschichte, wie schreckliche Irrtümer gerade die Scientific Community eben aufgesessen ist. Und kurzum, wie kann man diese durchaus subjektive Dimension, die wichtig ist, hier in diese ganze Argumentation, wie wir sie jetzt eben gehört haben, einfügen? Ich halte das für sehr wichtig. Also ich habe mich jetzt, ich will mich auch in Zukunft mehr mit dem Problem der Prognostik, sowohl von der Medizin, aber auch Prognostik in der Ökonomie, im Grunde lebt die Wissenschaft ja wesentlich auch von dieser prognostischen Kunst und deshalb wird sich auch angehört, wie geht es weiter mit Klima und so weiter. Aber da wissen wir, wie die Weissagekunst immer noch nicht aus dieser alten Unsicherheit herausgekommen ist. Und also meine Frage ist, wie gehen wir mit dieser, sagen wir mal, subjektiven Dimension dieser Autonomie um? Denn die Sache wird noch komplizierter, wenn wir wissen, dass Wissenschaftler selber in sich unter Umständen widersprüchliche Positionen haben. Sie meinen jeden einzelnen Wissenschaftler, Herr Schott, oder die Wissenschaft insgesamt? Ja, das war gekalauert, ja. Wer von Ihnen möchte? Ja, da war ja, wenn ich es richtig verstanden habe, einmal die Frage, was eigentlich diese Begriffe rechtfertigt, die ja, wenn ich richtig erinnere, Koselleck so genannt hat, was rechtfertigt diese Kollektivsingulare, was rechtfertigt uns sowas zu sagen, wie die Wissenschaft, die Kunst, der Sport. Das sind ja bemerkenswerte Erfindungen und mir ist wichtig zu sagen, das sind Erfindungen, die nicht irgendwie ein zu sehr an Einfachheit interessierter Beobachter gemacht hat, sondern Erfindungen, die die moderne Gesellschaft in der Herausbildung der Semantik ihrer Selbstbeschreibung selbst gemacht hat. Nicht? Auf einmal taucht das auf, so 1760, 1770, die wissen nicht mehr schöne Wissenschaften, nicht mehr
nicht mehr Artis Liberalis, nicht mehr mechanisch, sondern Wissenschaft, die Wissenschaft. Nur bei Kant ist das dann omnipräsent. Und ich glaube, der interessante Punkt ist, und das ist erneut für den Soziologen ein allgemeines Gesetz von sehr allgemeiner Bedeutung, dass man sagen kann, Unifizierung und Pluralisierung gehen in diesem System immer miteinander einher. Man kann das gut an einem unserer Beispiele, nehmen Sie der Sport, das ist ja auch etwas, was Sie sagen können. Treibst du Sport? Ich sollte mehr Sport treiben. Das ist ja einer dieser interessanten Kollektivsingulare. Und das Interessante ist die enorme Generalisierungsleistung, die darin steckt. Weil einerseits werden auf einmal unter diesem Begriff, den es ja noch nicht lange gibt, so seit 1890, 1900 etwa in dieser Form, davor gab es das ja gar nicht. Es gibt in der frühen Neuzeit einen Sportbegriff, aber der ist ganz anders. Der gibt es eigentlich nur im Angelsächsischen, obwohl er aus dem Altfranzösischen kommt. Und dieser Sportbegriff der frühen Neuzeit meint aber nur das, was der Adel mit Pferden und Hunden tut. Das sind die Sports. Also man reitet auf einem Pferd aus, man hat Hunde dabei, man jagt etwas. Das kommt ja vom Deportare, also sich woanders hin bewegen und dort anders zur Entspannung etwas anderes tun. Aber das nur war Sport. Wenn zwei Menschen aufeinander einschlugen, war das nicht Sport, sondern Athletik. Und wenn sie turnten, waren das Leibesübungen. Und erst um 1900 wird über diese extrem diversen Tätigkeitsformen auf einmal dieser Kollektivsingular gelegt. Und der ist ja nicht etwa unifizierend, sondern er ist vergleichend, Vergleiche ermöglicht. Und jetzt kann man auf einmal unglaublich viele menschliche Aktivitäten, das werden wir immer mehr, es gibt heute tausende von Sportarten, die können Sie dann vergleichen, wie gesund ist das, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie sich dabei etwas brechen, wie viele Kalorien verlieren Sie und so weiter. Man hat einfach tausend Beobachtungen, aber dafür brauchen Sie die Kollektivsingulare. Und das ist nur mein Punkt. Unifikation und Pluralisierung gehen Hand in Hand und konfigurieren nicht miteinander. Vielen Dank, Herr Stichwil. Ich nehme das alles auf. Die zweite Frage, ja, Entschuldigung, es war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, noch eine zweite Frage von Herrn Schott, die nach der Kontrolle sozusagen von wissenschaftlichem Wissen, von Scientific Community durch andere Formen des Wissens, Sie hatten Laien da in Anschlag gebracht. Das finde ich eine interessante Frage. Ich habe versucht, das ja auch als Frage, ich kann darauf keine Antwort geben, zu adressieren. Die Voraussetzung, dass tatsächlich eine Art von Kontrolle wissenschaftlichen Wissens durch andere Wissensformen entsteht, die wäre ja erst gegeben, wenn die Erzeugung solchen anderen Wissens in eine Konkurrenzlage geriete zu dem, was wissenschaftliches Wissen für sich reklamiert und in gewisser Weise auch als einzigartig macht. Ob es das gibt, darüber wird ja heiß debattiert, ob es sozusagen Wissensformen jetzt schon gibt, ob es vielleicht in den Wissensordnungen des 21. Jahrhunderts, die jetzt anfangen zu entstehen, Wissensformen gibt, die das Privileg der Scientific Community auf das privilegierte Wissen brechen werden. Das hat für mich aber, das ist eine Frage, die wirklich, finde ich, wissenschaftstheoretisch extrem interessant ist. Das ist für mich keine Frage von Demokratisierung zum Beispiel. Ich glaube, Demokratisierung von Wissenschaft ist keine Kontrolle in dem Sinne von Wissenschaft, dass man sagen könnte, da entsteht etwas, was Wissenschaft ernsthaft herausfordert. Man kann durch Demokratisierung beschließen, bestimmte Sachen nicht zu machen. Diese Art von Externalitäten ja. Aber ich glaube nicht, dass sozusagen im Kern da ein anderer Wissensbegriff entsteht, der Wissenschaft wirklich herausfordert in der Weise. Aber wir hatten ein Beispiel, das uns spontan eingeleuchtet hat in Berlin in dieser Konferenz, Ratingagenturen, die über ein Wissen verfügen, das nicht von Wissenschaftlern, jedenfalls nicht in irgendeiner wissenschaftlichen Agentur erzeugt worden ist oder Einrichtung erzeugt worden ist, was unter Umständen das beste Wissen auf diesem Gebiet ist, besser als das Wissen der Wirtschaftswissenschaftler, aber nicht der Wissenschaft zugänglich ist und auch nicht von ihr in diesem Sinne produziert worden ist. Was macht man mit einem solchen Befund? Es gibt andere Beispiele, das gilt lange schon für die Hardware-Technik in den Computer Sciences, die ist schon lange nicht mehr in irgendwelchen wissenschaftlichen Institutionen angesiedelt, sondern die ist in irgendwelchen Entwicklungslabors von Firmen, wo keiner weiß, wie eigentlich der Stand ist. Jedenfalls ist es nicht mehr ein irgendwie ja auch stark an Öffentlichkeit gebundener Wissenschaftsbegriff, der das irgendwie regulieren würde, was Erkenntnis ist. Das sind Formen, die ich wirklich spannend finde und die das herausfordern, was Sie sagen. Ich würde das aber abtrennen von etwas, wie es gibt Typen des Wissens in der Gesellschaft, die wir einbeziehen müssen, wenn wir darüber entscheiden, was Wissenschaft machen soll. Ich habe jetzt 5 Wortmeldungen. Ich nenne erstmal die ersten 3 und dann machen wir weiter. Frau Wieland, Herr Jarren und Frau Klagge. Frau Wieland.
Frau Wieland ist Abteilungsleiterin Forschung in unserem Ministerium. Ja, vorstellen ist damit entfallen. Danke. Ich denke immer noch über die Sportthematik nach, was das persönlich für mich heißt, jetzt was ich sagen. Aber das ist ein, ich habe eine generelle Anmerkung und einen Punkt, den ich gerne als Frage formulieren würde. Erstmal die Anmerkung, ich bin sehr dankbar, dass Sie so deutlich den an und für sich selbstverständlichen Sachverhalt gemacht haben, dass man unterscheiden muss zwischen Wissenschaftsautonomie und Hochschulautonomie, der ja in der Diskussion manchmal jedenfalls aus der Perspektive der Politik sich so durchmischt und verschwimmt an der Stelle. Aus meiner Sicht ist es unumstritten zwischen allen Akteuren, dass Wissenschaftsautonomie im Sinne von Offenheit der Ergebnisse gewährleistet werden muss. Was sicherlich im Moment der Punkt ist, der aus meiner Sicht am meisten diskutiert wird und auch am meisten diskutiert werden kann, ist die Frage, inwieweit die Wege zu den Ergebnissen auch politisch mit beeinflusst werden können. Ich will damit sagen, die ganze Diskussion, die in Deutschland, aber auch international, wie ich das ja gerade nochmal sehr deutlich gehört habe, die ganze Diskussion, die sagt, wir müssen also interdisziplinär, international, transdisziplinär sein und das sozusagen als Vorgabe, quasi als Methode, um zu welchen Ergebnissen auch immer zu kommen. Das ist für mich die Frage, die man diskutieren kann und sollte. Auch in der Art und Weise, wenn man es für legitim prinzipiell erhält, dass eine offene Frage ist, dass solche Methoden vorgegeben werden oder solche Ansätze, in welchem Verhältnis sie zu der Wissenschaft, die erkenntnisgetrieben und aus sich selbst heraus definiert ist, wie das die DFG macht, zum Beispiel, in welchem Größenverhältnis das steht. Also das finde ich eine sehr interessante und wichtige und ungelöste Frage. Demgegenüber ist Hochschulautonomie, die ja hierzulande auch ein Thema ist, aus meiner Sicht sehr viel stärker noch eine Organisationsform, wenn man es so definiert. Und da gibt es sicherlich auch Pro- und Kontra-Argumente für die verschiedensten Modelle, aber auch nicht alles, was sozusagen ganz breit und mitbestimmungsmäßig ist, ist aus meiner Erfahrung, die ich früher Kanzlerin war, vor längerer Zeit, unbedingt das, was ich mir so idealtypisch als Demokratie dann vorstellen würde. Das war so die Anmerkung. Die Frage, die ich habe, geht in eine andere Richtung. Sie haben ja in der verschiedensten Weise dieses Thema, also Schnittstelle Politik, Wissenschaft, angesprochen und problematisiert und haben, dass ich versuche, das jetzt in meinen Worten so wiederzugeben, zu sagen, die Politik ist ja nur ein Subsystem und nicht die Gesellschaft. Da gebe ich Ihnen völlig recht, ich halte auch für ein Problem, dass Politik das manchmal gar nicht merkt, dass es nicht die Gesellschaft ist, das gilt für alle Politikbereiche. Aber ungeachtet dessen, wenn es nicht die Politik ist, die ja bei uns zumindest der Idee nach die Gesellschaft repräsentiert, wie soll diese Schnittstelle dann funktionieren zwischen Gesellschaft und Wissenschaft? Sie haben da vieles dazu gesagt, ich habe trotzdem das Prinzip eigentlich nicht richtig verstanden, denn so eine sozusagen universal responsive Wissenschaft, die auf alles, was in der Umwelt sich irgendwie artikuliert, in irgendeiner adäquaten Weise reagiert, das fügt sich für mich auch noch nicht zu einem großen Ganzen. Also da fehlt mir noch ein umsetzbarer Vorstellungskatalog. Ich glaube, es ist eins noch wichtig, sich vor Augen zu führen. Ich habe ja zum Beispiel unterschieden Reinheitsvorstellungen, die in der Ausdifferenzierungsgeschichte von Funktionssystemen anfangs eine sehr große Rolle spielen, und dann die moderne Form der Funktionssysteme der Gesellschaft, wo man sagen kann, sie sind alle responsiv geworden. Und es liegt ja die Frage nahe, warum eigentlich? Und das ist natürlich eine unheimlich anspruchsvolle Frage. Warum passiert das? Warum ist das passiert, dass wir im Grunde nicht nur von der Responsivität des Wissenschaftssystems der Moderne, sondern dass wir dasselbe Phänomen, ob wir dasselbe Wort verwenden, ist noch eine andere Frage, auch an den anderen Funktionssystemen beobachten. Und warum passiert das? Warum tritt an die Stelle einer Differenzierungsordnung, die eher auf Trennung gesetzt hat, in der Gegenwart eine Differenzierungsordnung, die auf vielfältige strukturelle Kopplungen setzt und auf Einbau der Fremdperspektiven in die Selbststeuerung der Funktionssysteme? Und das ist eine anspruchsvolle Frage, aber es gibt eine einfache Antwort, die auf der Hand liegt. Ich würde sagen, auf Reinheit, auf Herauslösung, auf Abtrennung setzende Systeme müssen klein bleiben. Dann kann man das machen.
Wenn man sagt, wir verwalten da ein Wissen wissenschaftlicher Art oder eine Form der Kunst, eine bestimmte Tradition, eine Praxis, und die soll ganz unkontaminiert von Einflüssen so fortgesetzt werden, dass sie nur von sich selbst abhängig ist und keine Fremdgesichtspunkte in sich aufwächst, dann haben Sie ein System, dessen Wachstum Sie begrenzen, das klein bleiben wird. Und ich glaube, in genau diesem Argument liegt die Erklärung für die, wenn man so will, für die Responsivität der Systeme. Die Funktionssysteme, keines von ihnen ist klein. Um 1800 ist natürlich Wissenschaft und Universität etwas Kleines. Bei der Universität kann man es gut sagen, 1-2% der männlichen Bevölkerung eines Landes, in einigen europäischen Ländern etwas mehr als 2-3-4% der männlichen Bevölkerung des Landes. Das ist ein. Aber wenn Sie dann in eine Situation hinüberwandern, in der das nicht mehr zutrifft, nicht in der nicht mehr 1-2 oder 3-4% der männlichen Bevölkerung eines Landes, sondern was die heutige Weltsituation ist, 30-90% der männlichen und der weiblichen Bevölkerung der meisten Länder, zumindest der über ein etwas höheres Pro-Kopf-Einkommen verfügenden Länder der Welt, 30-90% der männlichen Bevölkerung, männlichen und weiblichen Bevölkerung besuchen eine Universität, dann haben Sie ein System, das ganz anders, dem in diesem Wachstumsprozess, der ja immens ist, die Universität ist die Universität als Weltinstitution ist von 1900 bis 2000 um den Faktor 200 gewachsen und seither nochmal um den Faktor von 2000 bis 2014 nochmal, also wenn ich es von Studentenzahlen her messe, nochmal so ungefähr um den Faktor, nochmal fast um 50%. Sie haben mit einem unglaublich schnellen Wachstumsprozess zum Beispiel im System der Hochschulen zu tun. Ein solches System, das auf diese Weise wächst, wird sich unglaublich viele gesellschaftliche Verknüpfungen und Vernetzungen einhandeln. Und die entstehen gewissermaßen naturwüchsig. Sie sagen dann, die Universität soll auch mit den Kirchen zu tun haben, oder es gibt aus den Kirchen Initiativen, die Universitäten gründen in vielen Ländern der Welt. Es gibt private Interessen aller Art mit verschiedensten thematischen auf der Basis, entstehen überall in der Welt Privatuniversitäten. Sie haben die Verknüpfung von Perspektiven, die es vorher nicht gab. Wie machen wir Buchführung in den Unternehmen? Daraus entsteht irgendwo Betriebswirtschaftslehre als eines der großen, das es nicht gibt um 1940 oder sagen wir mal vorsichtig um 1920, das heute in vielen Universitätssystemen der Welt das größte Studienfach ist. Das heißt, alle diese Verknüpfungen wachsen den Systemen ja in ihren Wachstumsprozessen, ich erlaube mir mal zu sagen, naturwüchsig zu. Und niemand pflanzt nie, kein einzelner fremder Akteur pflanzt alle diese Verknüpfungen, sondern das ist ein organischer Wachstumsprozess. Und das ist die Situation, und das können Sie natürlich historisch beschreiben, Sie können das auch vereinfachen, damit es noch, aber das ist, glaube ich, das, was wir überall haben. Ich würde gerne noch auf die sehr praktische Frage eingehen, die Sie ja gestellt haben, Frau Wieland. Was kann man eigentlich mehr tun, als darauf warten, dass die allgemeine Responsivität dann auch eintritt? Und das ist natürlich eine Frage, die mich seit Jahren jetzt auch beschäftigt und womit ich keine guten Erfahrungen gemacht habe, ist einfach zu sagen, jetzt im Blick zum Beispiel auf das Thema Klimawandel, wir wollen CO2-Emissionen reduzieren, das ist ein Ziel und wir schreiben das als Programm aus und alle, die irgendwie dazu beitragen, kriegen Geld. Das ist viel zu unspezifisch, das hat keinerlei Transformationsgarantie in irgendeinen politischen Entscheidungsprozess, sondern das ist einfach nur ein Appell an die Intelligenz von Wissenschaft, sich so zu organisieren, dass es darauf passt. Das kann man, glaube ich, die letzten 20, 30 Jahre zurückverfolgen. Das gilt für viele, viele Programme, die politisch genauso organisiert worden sind. Wir haben als Stiftung natürlich ein striktes Neutralitätsgebot gegenüber allen Universitäten, gegenüber allen wissenschaftlichen Einrichtungen, im Wesentlichen sind es Universitäten, mit denen wir zusammenarbeiten. Das heißt, es wird nie von der Stiftung ausgehen, irgendein Incentive sozusagen geben, was in die Struktur der Universitäten eindringt, gewissermaßen, es sei denn, die Universität macht sozusagen eine Offerte und sagt, lass uns an einem bestimmten Punkt zusammenarbeiten, weil wir wollen etwas umorganisieren und brauchen euch dazu. Das heißt, wir würden es auch nicht in der Weise versuchen, dass wir sozusagen in die Organisation hinein ändernd einwirken, weil wir eine Vorstellung davon haben, wie wir zu den Ergebnissen kommen könnten, wenn nur die Struktur richtig wäre. Das ist ein absolutes No-Go.
Dann bleibt die dritte Möglichkeit, sich diese Schnittstelle, von der wir jetzt immer wieder reden, genauer anzugucken, so wie ich es gesagt habe, als wir es bisher tun. Und dann ist man eben bei solchen Leuten wie zum Beispiel Ottmar Edenhofer, der darüber ja reflektiert, der es praktisch tut und der selber auch noch Wissenschaft macht, die diesen Transformationsbedingungen genügt. Und da ist man an solchen Punkten wie Assessment und auch der Forderung zu sehen, was sind eigentlich die elaborierten Formen von Assessment auch unter wissenschaftlichen Bedingungen. Meine Erfahrung ist, ohne dass es eine sozusagen die Wissenschaft bei ihrer Resonanz, bei ihrem Resonanzwunsch gewissermaßen abholt, funktioniert es nicht. Also meine Wahrnehmung jetzt war, wir setzen sozusagen in der wissenschaftlichen Perspektive an, deswegen auch diese Tagung nur Wissenschaftler, die sagen, wie sie sich das denn vorstellen, aus ihrer Perspektive eine Adressierung an die Politik. Und ich glaube, dass man da weiterkommt. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, die wir jetzt in den nächsten Jahren, die Stiftung hat jetzt gerade die Strategie für die nächsten Jahre beschlossen, für die nächsten 5 Jahre, und da wird das ein zentraler Punkt sein. Und da werden wir weitermachen. Und das werden wir auch theoretisch reflektieren. Wir haben hier in Bonn eine Professur am Institut von Herrn Stichweh ja, finanziert, die sich um genau diese Schnittstellenproblematik auch kümmern soll. So, ich habe jetzt noch die 4 Wortmeldungen. Ich will immer 2 gerne zusammennehmen und wir versuchen das noch gerade durchzukriegen. Herr Jarren ist der Erste und die Frau Klager kann sich auch schon mal auf den Weg machen, denke ich. Ja, vielen Dank, Ottfried Jarren, Zürich. Ich habe einfach eine Nachfrage. Mir leuchtet das schon, Herr Stichweh, ein. Responsivität, plurale Autonomie, plurale Abhängigkeiten, dann stellt sich, wenn man das sich genauer anschaut, immer die Frage nach der Organisation. Das ist ja irgendwie doch verbunden mit Organisation, auf die verwiesen wird. Und die Frage ist dann, Wolfgang Ruhr hat das auch thematisiert, die Frage nach der Organisiertheit, aber auch nach der Organisierbarkeit sozusagen von Wissenschaft. Bei der Universität, ich gehe nachher auch noch darauf ein, kann man das feststellen, intra- und interdifferenzierte, hochkomplexe Umweltbeziehungen intern in der Uni selbst, wie auch von der Uni zu den Umwelten. Aber ist alle Wissenschaft eigentlich organisationsfähig? Ist alle Wissenschaft organisationsfähig? Und was heißt das dann bezüglich der Responsivität, die man sozusagen diesen verschiedenen Organisationen zurechnen, zuschreiben darf? Herr Klager, schließen Sie doch gleich an. Ritter Klage, Geografisches Institut dieser Universität. Ja, vielen Dank erstmal für die interessanten und auch anregenden Vorträge. Ich würde gerne auf diesen Punkt der Singularkollektive nochmal zu sprechen kommen. Das hat mich an Ihrem Vortrag, also hat mir zu denken gegeben. Sie reden ja nicht über autonome Subjekte, ganz offensichtlich, weil das ist ja in der Systemtheorie auch nicht vorgesehen, soweit ich das kenne, was nicht sehr tiefschürfend ist. Nichtsdestotrotz haben Sie aber dem System Wissenschaft Interessen zugeordnet und im Grunde auch Handlungen, nämlich es will sich rauslösen, unabhängig machen von anderen Dingen. Wie geht das zusammen? Mit was für einem Akteursbegriff arbeiten Sie? Welche Art, also wie kann ein solches System Interessen haben und handeln, beziehungsweise ist das dann nicht doch zu kurz gegriffen, wenn man bedenkt, dass die Wissenschaft aus vielen verschiedenen, ja also gut, in ihrer Systematik wahrscheinlich nicht, aber dass da viele Einzelakteure dran beteiligt sind, die ja durchaus in sehr verschiedener Art und Weise zusammenwirken. Bitte. Wenn das geht. Ja. Die erste Frage, Organisierbarkeit von Wissenschaft, das ist ja ein sehr interessanter Punkt, weil das auch weil das so stark unterscheidet im System der modernen Gesellschaft. Wir haben Bereiche, Großbereiche, die organisierbar sind. Nehmen wir, es geht zwar nur in der christlichen Welt, aber nehmen wir Religion und Kirche, nicht? Da haben Sie Riesenorganisationen wie die katholische Kirche, die mehr als 1 Milliarde, also eine Weltorganisation, die mehr als 1 Milliarde Mitglieder hat und so weiter. Also es gibt ein paar andere Beispiele, auch der staatlich-politische Bereich ist ja relativ gut organisierbar, nicht wie, was weiß ich, China, 1,4 Milliarden Menschen als Mitglieder einer einzigen Organisation, die der chinesische Staat ist und so weiter. Und an Wissenschaft fällt auf, dass das vergleichbar, im vergleichbaren Sinne keine Rolle spielt. Dass alles in allem, wenn die Wissenschaft, wenn wir sie als Weltsystem analysieren, nicht organisiert ist. Also das System als Ganzes oder im Großen, sondern ganz anders verfasst ist. Natürlich gibt es da Zehntausende von Organisationen, zum Beispiel ungefähr 25.000 Universitäten in der gegenwärtigen Welt, in denen ja alle Wissenschaft, in allen diesen findet mehr oder minder Wissenschaft und Forschung, aber typischerweise ist ja nicht, jetzt muss Herr Vormann weghören, nicht die Universität, an der Sie arbeiten, der Referenzraum, in den hinein Sie die Wissenschaft kommunizieren und adressieren, nicht, sondern die Universität ist nur so eine, irgendwo habe ich mal gefunden, Pied à terre,
so eine Gelegenheitsstruktur, wo Sie irgendwie ein Büro haben und die Ihnen gewisse Infrastrukturen zur Verfügung stellt und diese Infrastrukturen Ihnen erlauben, in einen weltweiten Kommunikationsraum hineinzuwirken. Nicht also die Organisationen der Universität helfen der Wissenschaft schon, aber sie sind etwas, was das Wissenschaftssystem, das selbst anders verfasst ist, nutzt oder ausnutzt oder ausbeutet, wenn ich so sagen darf. Und das Wissenschaftssystem selbst ist anders verfasst. Das besteht, also das beste Wort heute dafür, es kommt ja aus der Netzwerkforschung. Das sind so Small World Networks aus, je nachdem Größe der Disziplin, Zehntausenden, 20.000, 30.000 Spezialisten, die in einer bestimmten Disziplin tätig sind und publikationsmäßig identifizierbar sind. Und die sind ja ganz anders. Das ist keine Organisation, da tritt man nicht ein oder tritt aus, da gibt es keine Mitgliedschaftsregeln, sondern da gibt es so kognitive Prämissen, die aber nirgendwo in einer Organisationschart stehen, sondern die gewissermaßen durch die Evolution der Publikationen hindurch reproduziert und dann auch verändert werden. Und das sind eher Netzwerke, nicht die starke lokale Strukturen, aber dann eben auch Verknüpfungen weltweit haben und die, an denen Zehntausende von Beteiligten temporär durch Publikation, das ist eine völlig andere Struktur, das hat mit Organisationen relativ wenig zu tun, sodass ich sagen würde, die Wissenschaft benutzt Organisationen, aber sie ist nicht organisierbar, nicht in dem Sinne organisierbar, wie beispielsweise christliche Kirchen organisierbar sind. Und die andere Frage, warum und wie, das ist, schreibe ich der Wissenschaft Interessen zu, das stimmt, ich spiele mit dieser Art, das ist, hat natürlich eine metaphorische Komponente, aber ich denke, es gibt ein Argument, das man machen kann. Man kann sagen, wenn so etwas einmal erfunden worden ist, wie eine anspruchsvolle Semantik wissenschaftlicher Wahrheit, als etwas, was sich auf den Sachverhalt bezieht, dass wir Wissen erzeugen, dass wir auf eine Weise erzeugen, dass, wenn es denn einmal gut erzeugt worden ist, eigentlich wir in der Lage sein müssten, jeden in der Welt von der Richtigkeit dieses Wissens zu überzeugen. Das ist ja ein dramatisch ungewöhnlicher Anspruch, dieser Universalitätsanspruch, der sich mit wissenschaftlichem Wissen... Und wenn Sie das einmal erfunden haben, und in dem Sinne schreibe ich, dann haben Sie, wenn Sie in diese Sinnperspektiven sich hineingeben, zumindest mit Ihrem Teil Ihrer Existenz, dann gibt es niemanden, der an diesen Sinnperspektiven partizipiert, für den dem es einleuchten würde, dass das auf irgendetwas nicht anwendbar ist. Dass man nicht eine Biografie Mohammeds schreiben dürfte, wo das historisch doch von ungeheurem, das wird keinem Wissenschaftler der Welt einleuchten, dass man das nicht tun dürfen soll oder dass man die Frage nach der historischen Realität von Jesus, dass das jenseits der Glaubensansprüche eine wissenschaftlich beantwortbare und wenn sie denn wahr ist, einen für jeden wahre und verbindliche. Und in dem Sinne gibt es für die Wissenschaft, wenn sie die Wahrheit als Semantik einmal erfunden ist, keine internen Selbstbegrenzungsmotive. Und das sind die Interessen, die ich meine. Die sind natürlich zugeschriebene Interessen, aber ich glaube, die Sache ist real. Dann nehme ich die beiden letzten Fragen noch gerade dazu. Es gab hier hinten noch eine Frage, müssten Sie vielleicht auch gerade bitte kommen. Und Sie hatten auch eine. Hallo, mein Name ist Nikolaus Mittler, ich promoviere hier an der Universität Bonn. Ich habe erstmal einige Fragen, also es wurde ja jetzt diese Veranstaltung unter dem Titel Autonomie der Hochschule ohne Fragezeichen sozusagen hier in den Raum gestellt, also das scheint eine ausgemachte Sache zu sein. Es ist auch kein Ausrufezeichen da, das ist richtig. Nun haben wir ja schon gesagt, dass es eigentlich zwei verschiedene Dinge gibt. Es gibt so etwas wie die Selbstbeschreibung der Wissenschaft, die seit Descartes wirklich tatsächlich sozusagen autonom funktioniert durch Selbstreferenz, wie das auch richtig gesagt wurde und dargestellt wurde. Und es gibt Wissenschaft innerhalb der Gesellschaft als Organisationsstruktur. Ich würde da widersprechen, also ich würde die Universität tatsächlich doch eine Organisationsstruktur zusprechen. Ich frage mich, inwiefern man wirklich von Autonomie der Hochschule jetzt in dem Sinne von innerhalb der Gesellschaft verankert, von einer Autonomie sprechen kann. Eigentlich wurden ja viele Argumente dagegen gebracht. Also es wurde immer wieder davon gesprochen,
dass es Notwendigkeit besteht, Wissenschaft zu finanzieren zum Beispiel. Diese Forderung kann man an die Wirtschaft stellen, diese kann man an die Politik stellen. Und ich frage, ich beziehe mich da auf Herrn Rohe, er sprach von der Erosion des öffentlichen Vertrauens in die Leistungen von Wissenschaft. Ich glaube, dass es eher eine Erosion des öffentlichen Raums innerhalb der Universität gibt. Das heißt, dass eigentlich das, was sich damit verbindet mit unternehmerischer Hochschule, solchen Begriffen wie Assessment ist auch gefallen, Wissenschaftsmanager, unternehmerische Hochschule, Qualitätsindikatoren, das sind ja Dinge, die kennen wir aus dem ökonomischen Raum. Und meine Frage wäre nun jetzt an die zwei Experten, ob dass die Autonomie der Hochschule eigentlich verdeckt, dass wir eine Transformation der Hochschule in einen ökonomischen Raum, von einem öffentlichen Raum, der die Universität ja lange Zeit auch war, viele können sich vielleicht noch an die 60er Jahre erinnern, ob wir eine Transformation des Raumes, des öffentlichen Raums Universität in einen ökonomischen Raum haben, das ist meine Frage. Danke. Guten Tag, mein Name ist Schweitzer, ich bin Biochemiker hier an der Universität. Als Biochemiker schaue ich vielleicht ein bisschen anders auf die Themen als Naturwissenschaftler und das, als ich das Wort selbstorganisiertes System gehört habe, das ist sowas, ich weiß nicht, ob ich es verstehe, aber ich habe eine Vorstellung von einem selbstorganisierten System. Und die meisten selbstorganisierten Systeme, mit denen sich ja auch die Naturwissenschaftler beschäftigen, sind relativ stabil gegenüber Störungen von außen. Und es ist tatsächlich mein Beruf, von außen Störungen durchzuführen, um zu schauen, wie das System reagiert. Wenn dieses System jetzt aber nicht so reagiert, wie ich mir das vorstelle, oder vielleicht gar nicht, weil es sehr stabil ist, dann erhöhe ich die Intensität der Störung. Ja? Wenn die Universität also ein selbstorganisiertes System ist, das sich derzeit, Frau Wieland möge das entschuldigen, Störungen von außen ausgesetzt sieht, die man vielleicht an Form dieses Workshops hier festmachen kann oder an dem Auftreten solcher Workshops, dann fällt mir natürlich auch auf, dass es vielleicht so wie dem Naturwissenschaftler, der versucht, eine Änderung zu sehen in seinem System, auch dem Störenfried von außen, der Störenfried erwartet vom System, sage ich mal Hochschule, Änderungen zu sehen. Jetzt ist das System aber sehr stabil und es führt zu einer gewissen Frustration auf Seiten des Störenfrieds. Das heißt, was wir sehen, ist eine Eskalation der Störungsintensität, die ich jetzt in meiner kurzen wissenschaftlichen Hochschullaufbahn auf jeden Fall doch gesehen habe, das sehen Sie an meinem Alter. Also es werden ständig die Schulsysteme, die Universitäten, die Promotion, die Art der Promotion, es wird alles gleichzeitig umgestellt, ohne aber nur einmal raus zu überprüfen, ob die Störung von vorletztem Jahr eigentlich zur Zufriedenheit sich irgendwie ausgewirkt hat. Und jetzt vielleicht nur noch ein kleiner Gedanke, der mir so am Ende kam. Also wenn ich das System dann so weit gestört habe, bis es einen möglichst großen messbaren, eine messbare Antwort gegeben hat, dann ist es meistens kaputt. Ja, vielen Dank. Die Semantik gefällt mir. Nur die muss ich mal länger nachdenken. Ja, wenn Sie, wer auch immer von Ihnen beiden, noch mal eine kurze Antwort auf beides zu geben versucht, dann gehen wir danach in die Kaffeepause und diskutieren das weiter. Herr Roh, fangen Sie mal an. Genau. Also zu der Frage Transformation der Hochschule oder der Universität von einer wissenschaftlichen in eine ökonomische Einrichtung. Ich hatte ja zum Universitäts- oder zum Hochschulbegriff gar nichts gesagt, würde das jetzt auch nicht sozusagen hier ad hoc tun. Mein Beitrag bezog sich auf anderes und meine Vermutung ist, dass, wenn Sie noch Zeit haben und hier bleiben, wir in weiteren Diskussionen noch Gescheites hören werden zu der Frage, wie der Autonomiebegriff im Blick auf die Organisation von Hochschulen zu sehen ist und wie, darauf richtet sich ja die andere Frage, dort mit Störungen umgegangen wird. Im Blick auf Wissenschaft, und nur dazu hatte ich ja zunächst mal gesprochen, lassen sich diese Störungen natürlich auch beobachten. Und es gibt, das müsste man noch raussuchen, es gibt in der Wissenschaft, also in der Wissenschaft der Gesellschaft von Numan, Sie werden das wahrscheinlich kennen, Herr Stichwe, die Metapher des Fiebers.
Ein System kann Fieber haben. Die Störung kann so groß in Intensität werden, dass es mit Fieber reagiert. In der Regel führt dieses Fieber aber nicht zum Tod, sondern zu einer sozusagen neuen Gesundung bzw. Befestigung des Systems. Also diese Metaphorik gibt es da durchaus. Erosion des Vertrauens, dazu nur ein Satz. Mir geht es nicht allgemein um Vertrauen in die Wissenschaft und Vertrauen in die Hochschule, sondern ganz konkret um den Punkt, dass die wissenschaftliche Selbstreproduktion an bestimmte Regeln gekoppelt ist. Und dazu gehört zum Beispiel die Reproduzierbarkeit von Ergebnissen, dazu gehört die methodische Herleitung von Ergebnissen und all das, was ich vorhin gesagt habe. Und da hat, glaube ich, mindestens die Fälschungsdiskussion, wie wir sie in den letzten Jahren erlebt haben, einen Einbruch an öffentliches Vertrauen darin gegeben. Das zieht sich inzwischen durch. Die Nichtreproduzierbarkeit von medizinischen Studien ist ein Beispiel, dass das immer wieder thematisiert wird, dass weite Teile der Wissenschaft etwas produzieren, was ganz offensichtlich den selbstgesetzten Regeln nicht entspricht. Und diesen Vertrauenseinbruch meine ich. Nicht den Vertrauenseinbruch darin, dass Wissenschaft insgesamt etwas Sinnvolles tut, aber dass sie etwas tut, was den eigenen Regeln gar nicht entspricht. Und insoweit genau das, was Herr Stefi gerade noch einmal reklamiert hat und was eigentlich allen Wissenschaftlern einleuchtet, dass wenn eine Einsicht in eine wissenschaftlich begründete Einsicht irgendwo gewonnen ist, dass sie potenziell auf jeden übertragbar ist und sie von jedem nachvollzogen werden kann, dass das nicht mehr gilt, weil man sich gar nicht sicher sein kann, ob die Gewinnung, die die Wissenschaft vorgibt, wissenschaftlich gewonnen worden ist. Ja. Ganz schnell, also die eine Frage, Universität als Organisation, das wäre ein Missverständnis. Natürlich ist die Universität ist ein klassischer Fall einer Organisation, nur gibt es halt eben davon sehr viele, also in der Welt so ungefähr 25.000, das heißt keine einzelne Organisation für sich ist bedeutsam, alle sind ersetzbar und das hat natürlich auch etwas mit der Störbarkeit. Wenn man ein so großes System ist, dann verträgt ein solches System relativ viele Störungen. Das ist etwas, worauf man einen gewissen bescheidenen Optimismus vielleicht gründen kann. Und das in einem normativen Satz sagen. Und die andere Frage, die Transformation in den ökonomischen Raum, das ist ja in sich, ich kann das gar nicht beantworten, das ist ja in sich eine interessante und eine empirische und historische Frage. Ich würde nur mal eine Alternativdeutung vorschlagen. Wir haben ja, das ist ein Teil der beeindruckenden Erfolgsgeschichte der Universität, wir haben ja, wenn ich so sagen darf, überall in der Welt, vor allem in den entwickelten Ökonomien, eine immense Penetration der Ökonomie durch von der Universität her entwickelte Expertise. Sie müssen, wo auch immer Sie in der Wirtschaft Leute einstellen, immer höher qualifiziert. Die Universität suggeriert Ihnen, dass Sie immer höher qualifizierte Leute einstellen. Also insofern könnte man das auch umdrehen und auch viele soziologische Beobachter haben das längst umgedreht und sagen, wir haben die Verwandlung der Ökonomie in einen durch universitäre und wissenschaftliche Expertise transformierten Raum. Und das finde ich auch, was wahr ist von den beiden Perspektiven, würde ich im Moment nicht entscheiden wollen. Nur darauf hinweisen, das ist eine offene Frage, wer die Primate in der Gegenwartsgesellschaft gewissermaßen kontrolliert und ob es das überhaupt gibt. Vielen Dank an beide nochmal. Herzlichen Dank.